Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar möchten wir erstmal was unboxen und dann haben wir mal ein Hardware-Video. Und zwar habe ich hier einen, ich muss nur das Etikett abmachen, obwohl das sieht man ja dann nicht. Ich habe hier einen Teleprompter bekommen. Ich muss das so machen, ich wollte eigentlich die andere Seite zeigen. Mensch. So machen. Da ist die Firma auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich sowas vielleicht mal zeigen möchte in meinen Videos oder da ein Video drüber machen wollen würde. Und ich finde das ganz interessant. Also jetzt nicht für meine normalen Videos, weil da bin ich, lese ich nicht ab. Weil ich kann es nicht, ich weiß nicht, ich bin dann lieber der spontane Typ. Aber wenn ich jetzt, ich wollte ja mit Nemesis ein Interview machen und so, dann, oder wenn die dann bei Look Design sind und ein paar Fragen von euch sind, dass man die dann ablesen kann vor der Kamera und dass ich dann nicht das Handy halten muss und so, habe ich gedacht, da finde ich das ganz interessant. Den Nemesis müssen wir dann noch sehen, wann wir das machen. Da wurde ich nämlich eingeladen. So. Ich nehme das jetzt erstmal raus und richte euch mal nach unten. So, das war's. Hier ist jetzt nichts weiter drin. Dann können wir das hier oben hinstellen. So. Dann packen wir das mal aus. Hier sind ein paar viele Teile mit bei. Wir werden das nachher auch noch in einem extra Video zusammenbauen und gucken, ob das alles so einfach geht. Hier steht auch was mit YouTube. Check HD. Okay, also hier haben wir einmal so eine Tüte mit lauter kleinen Teilen. Dann haben wir hier so eine Plasteschiene oder so, Plasteteil. Dann haben wir noch mal so ein Plasteteil. Dann haben wir hier Platten. Weiße. Oder ist da nur eine Folie drauf? Da ist eine Folie drauf, die ist da drunter schwarz. Das werden wir dann aber in dem Hardware-Video zusammen machen. Haben wir einmal eine kleine mit vielen Löchern. Dann haben wir noch mal eine größere mit einem Pfeil. Hier steht auch 32 drauf. Wir lassen uns mal überraschen. Dann haben wir Plaste ist das, so milchglasmäßig. Mausi, runter vom Tisch. Und wir haben hier ein Stofftuch. Und hier unten steht auch Teleprompter bei Leventi. Zeige ich euch nochmal. Ich hoffe, ich kann das jetzt richtig sehen. Teleprompter bei Leventi. Ja, das legen wir hier nochmal zusammen. Und in der Tüte haben wir, ach, zum Hinstellen, diese Schaumstoffnuppel. Wenn wir für den Tisch hinstellen, 2, 4, 6, 8, 10 Stück, um genau zu sein. Dann haben wir eine Karte. Handbuch für den Aufbau des Teleprompters. So. Plus Software. Ich habe meine Lesebrille nicht auf. Bitte besuchen Sie YouTube-Channel Shop Leventi. Okay, das werden wir uns dann
im Hardware-Video genau angucken. Ich habe hier meinen Sackboy schon hingestellt hier hinten. Ja, der hält nicht Controller diesmal, der hält diesmal mein Tablet. So, ich werde mal diese kleinen Nuppelchen, wir haben hier dann so kleine Plastikteile mit bei, die werde ich mal in der Tüte lassen. Ich weiß, wie ich bin. Die kommen nur weg. Davon haben wir jetzt 2, 4, 6 Stück. Kann sein, dass hier noch irgendwo welche versteckt sind, aber ich glaube nicht. 6 Stück sind's. So, dann haben wir 2, 4 Stück von so Metallbühnen. Achso, das sind Klammern, glaube ich, oder? Nee, die schiebt man so rein. Na, mal gucken. Wir haben ja eine Anleitung. Dann haben wir eine Schraube mit Bügel. Ich denke mal, die wird dafür sein, dass wir sie an Stativ machen können. Ich habe jetzt leider kein Stativ über, um das daran zu machen, weil mein Stativ wird benutzt für die Kamera. Und dann haben wir hier eine Schraube. Also eine Mutter. Und hier haben wir jetzt nochmal eine Halterung für Smartphones, würde ich jetzt eher sagen. Kann man die auseinanderziehen? Nee. Für Smartphones ist die ein bisschen klein. Nee, doch geht. Kann man bis zu einer gewissen Breite auseinander machen. Und dann haben wir hier noch eine Fernbedienung, die zeige ich euch gleich. Und ein Heftchen, User Manual. Also die wird wohl PC, iOS und Android. Die wird wohl per Bluetooth verbunden. Das gucken wir uns dann alles im Hardware-Video an, wo wir uns angucken, ob das wirklich so schnell zusammenzubauen ist oder nicht. Und dann haben wir PlayStation-Tasten drauf. In einer etwas anderen Reihenfolge. Also wir haben jetzt unten einen Kreis, links ein X, oben ein Viereck und rechts ein Dreieck. Aber das sieht mir verdächtig nach PlayStation aus. Haben wir einen guten Druckpunkt. Das ist halt auch Plaste nur. Aber wir haben halt was, wo wir es anhängen können. Das ist schon mal gut. Und dann hier so ein Schiebeteil wie so eine Maus. Hoch, runter, links, rechts und Kreis. Ja, so ist die Fernbedienung. So. Dann soll es jetzt fürs Unboxing auch erstmal gewesen sein. Ich bin mal gespannt, ob wir das alles so zusammengebaut bekommen, wenn ich das hier alles so sehe. Wir gucken uns gleich das Video an oder auf der Webseite. Ich gucke mir das gleich mal an, wo wir das machen. Ich muss mir meine Lesebrille noch holen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das als Laien einfach mal so zusammenbauen können. Lassen wir uns überraschen. Den Link für den Teleprompter packe ich euch in die Videobeschreibung. Zum Teleprompter bekommt ihr auch noch eine Software dazu, die ihr dann auf Tablet oder auf euer Smartphone machen könnt. Ich habe mir schon ein Video angeguckt und dann legt man das da rein. Und dann denke ich mal, kann man mit der Fernbedienung dann den Text stoppen, wenn er zu schnell ist, oder halt die Geschwindigkeit ändern oder wieder zurückscrollen. Oder halt nächste Seite, dass ich dann halt, man kann auch die Größe. Also auf dem Tablet und auf dem Handy habe ich das gesehen, da ist der Text praktisch spiegelverkehrt. Der wird irgendwie hochgespiegelt an diese Folie irgendwie, wenn ich das richtig gesehen habe. Müssen wir gucken. Und dann, also hier kannst du direkt drauf nicht lesen, aber dadurch, dass es spiegelverkehrt ist, siehst du das im Teleprompter und dann kannst du das halt zurückmachen und so. Und ich dachte, das ist eine eigentlich ganz coole Idee. So, nichtsdestotrotz würde ich jetzt den Cut machen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir machen gleich das Hardware-Video mit Aufbau, alle drum und dran. Und dann werden wir doch mal testen.
Ich bin dann jetzt erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.